Jetzt begrüßen wir unsere Gastgeber des heutigen Abends, die Präses der IHK zu Lübeck, Friederike Kühn und den Hauptgeschäftsführer Lars Schöning. Herzlich willkommen hier bei uns oben auf der Bühne. Herr Schöning, wer die Einladung gründlich gelesen hat, und ich ahne es, das werden Sie alle getan haben, dann hat man sofort gesehen, Werte anders. Das ist unsere Überschrift des heutigen Abends. Welche Dinge müssen denn anders laufen, Herr Schöning? Naja, wenn wir mal schauen, Herr Scheffelmeier, welche Herausforderungen und welche sozusagen Megatrends da draußen auf unsere Unternehmen warten, dann sind das, und das ist dann auch Stichwort dieses Abends, natürlich das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz, dieser sozusagen Strukturbruch nahezu, der sich hier anbahnt. Es ist der Fachkräftemangel, es sind Handelshemmnisse, die immer noch drohen und auch drohen zuzunehmen. Und das alles sind Herausforderungen, auf die müssen sich unsere Unternehmen einstellen. Da braucht es Veränderung, auch Veränderungsbereitschaft. Es braucht eine gewisse Innovationskultur. Wir müssen in Chancen denken. Es muss auch, glaube ich, ein bisschen eine neue Fehlerkultur in uns und unserer Wirtschaft einziehen. Die Bedeutung von Unternehmenskultur und von Werten, die in einem solchen Veränderungsprozess Orientierung geben können, die sind, glaube ich, an dieser Stelle ganz besonders wichtig. Und das soll eben heute auch Thema dieses Abends sein. Und ob sich bewährte Leitbilder wie das des ehrbaren Kaufmanns in so stürmischen Zeiten der Veränderung dann bewähren, ja, da will ich nicht vorgreifen, aber das ist etwas, damit hat sich unsere IHK in diesem Jahr im Dialogforum Ethik in der Digitalisierung intensiv beschäftigt, und da können wir gespannt sein. Was aber auf jeden Fall anders ist, das haben Sie vielleicht schon bei der Anmeldung gemerkt, das ist der Ablauf der heutigen Veranstaltung. Da werden wir heute eine Menge Spaß haben. Jetzt hat Herr Schöning das eben gerade schon so ein bisschen angerissen mit den Werten. Können Sie es vielleicht noch ein bisschen konkreter und greifbarer machen, Frau Kühn? Ja, wir haben, und das hat Herr Schöning eben gesagt, in unserem Dialogforum, was wir ja 2018 hier auf dem Neujahrsempfang gesagt haben, dass wir das ins Leben rufen wollen, haben wir ganz intensiv diskutiert. Und es ging darum, natürlich zu schauen, Werte und Tugenden der Unternehmer im Zeitalter der Digitalisierung. Und da haben wir ganz bewusst verschiedene gesellschaftliche Gruppen eingeladen. Wir hatten natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer dabei. Wir hatten aber in diesem Dialogforum in der engsten Gruppe auch die Gewerkschaft dabei. Wir hatten Kirche dabei und wir hatten Wissenschaft dabei. Also wirklich ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Und wir hatten auch junge Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, weil letztendlich sind sie es, die die Geschicke unserer Region in Zukunft führen. Wir legen jetzt nur die Basis, aber uns war es auch wichtig zu gucken, wie sehen die jungen Leute das Bild des ehrbaren Kaufmanns. Und wir haben ganz bewusst das Bild des ehrbaren Kaufmanns nicht in Frage stellen wollen oder kaputt machen wollen, sondern wir haben geguckt, wie können wir es transferieren ins digitale Zeitalter. Also wir haben nicht gesagt, wir brauchen eine neue Digitalisierungsethik, sondern wir wollen ganz genau gucken, wie können wir das Thema Ethik in der Digitalisierung als ehrbare Kaufleute für uns leben und wie können wir das platzieren. Und das war für uns auch jetzt eine Form von Werte anders zu leben. Wir wollten ganz bewusst den ersten Schritt machen als Unternehmer über die IHK und nicht erst warten, bis wieder jemand sagt, ach, da habt ihr jetzt Digitalisierung und in den Unternehmen überall und alles wird digital und wir kommen gar nicht mehr mit als Gesellschaft, als Mitarbeiter, als junge Leute. Und dass uns das nicht irgendwann auf die Füße fällt, sondern wir wollten sagen, wir haben es erkannt, Digitalisierung ist unumstößlich. Wir wollen jetzt gucken, wie begeben wir uns gemeinsam auf diesen Weg und wo übernehmen wir Unternehmer auch Verantwortung und gehen den ersten Schritt in diesem Fall. Also schon ein langer Prozess und auch viel Aufwand, der betrieben wurde. Welche Erkenntnisse sind da zutage befördert worden?
Ja, das war ein sehr intensiver Prozess. Also wir haben, die Gruppe hat sich mehrfach getroffen und hat dann am Ende auch die Thesen, die dort aufgestellt worden sind, verprobt an unterschiedlichen Zielgruppen aus unserer Aktion Mein Unternehmen Zukunft. Wir haben sie diskutiert mit Schülern, mit Studenten, mit Unternehmerinnen und Unternehmern und haben wirklich interessante neue Erkenntnisse gewonnen. Aber die möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil das wird ja gleich das Thema unserer Expertenrunde, die nach diesem kurzen Talk folgt. Herr Schöning, dann ist mal so ein Wort, was immer gern benutzt wird, Rahmenbedingungen. Wie sehen die aktuellen Rahmenbedingungen aus? Wir haben uns vor einem Jahr hier getroffen. Was hat sich seitdem verändert? Na, die gute Nachricht, die gleichzeitig aber auch mittlerweile wirklich zur größten Herausforderung hier unserer Unternehmerinnen und Unternehmer geworden ist, wir haben einfach eine hervorragende Entwicklung am Arbeitsmarkt, sehr stabile Entwicklung, Rekordbeschäftigtenzahlen, die dazu führen, dass wir insbesondere in unseren drei südlichen Kreisen, insbesondere in Stormarn, Vollbeschäftigung erreicht haben. Und damit müssen unsere Unternehmen und Unternehmer umgehen. Das tun sie auch. Sie investieren tatsächlich in die Qualifizierung, in die Fachkräfteentwicklung und steuern so ein Stück weit auch sozusagen diesem Fachkräftemangel, den wir alle schon spüren, gegen. Und dann gibt es das, was ich eingangs schon mit dem Stichwort Digitalisierung benannt habe. Kundenanforderungen ändern sich, tatsächlich Prozessketten, Geschäftsmodelle werden angeguckt, müssen angepasst werden. Nischen werden erfolgreich besetzt. Wir haben wirklich eine hervorragende Anzahl von Weltmarktführern hier. Die genannten Punkte können die Unternehmen direkt beeinflussen und nehmen so auch ganz aktiv Einfluss hier auf die Wirtschaftsentwicklung im Hansebild. Aber dann gibt es auch noch die Rahmenbedingungen, die ein Unternehmer nicht direkt beeinflussen kann. Und ich gehe mal davon aus, die sind, Frau Kühn nickt schon, die sind auch 2019 nicht unbedingt immer eine spaßige Angelegenheit, oder? Ja, das ist so. Gestern bei RSH habe ich ja gelernt, wir wollen vor allen Dingen gute Nachrichten produzieren. Aber die Rahmenbedingungen, die schwierig sind und die sich auch für die Unternehmen nicht direkt beeinflussen lassen, das sind schon eine ganze Menge. Ich will, um die Zeit hier nicht überzustrapazieren, nur mal vier Punkte nennen. Das eine, und wer hat gestern nicht mit Spannung sozusagen die Entscheidung im britischen Unterhaus verfolgt, ist das Thema konjunkturelle Risiken, da das Thema Brexit. Ich habe da heute auch keine Antwort drauf, wie sich sozusagen das weiterentwickeln wird. Wir alle können nur hoffen, dass man am Ende nicht in einen wirklichen Hard Brexit läuft, denn der ist weder für Großbritannien noch hier für uns in der EU und für Deutschland wirklich förderlich. Man muss aber sagen, die Konjunkturrisiken haben zugenommen und wir bewegen uns schon in einem konjunkturellen Umfeld. Wir sind gekommen aus zwei absoluten Boomjahren, auch hier in unserer Hansebelt-Region, und das Niveau des Wachstums in 2019, das wird sich schon leicht abschwächen. Aber haben mir viele auch bei der Begrüßung beim Neujahrsempfang gesagt, wir sollten nicht zu schwarz malen. Die Rahmenbedingungen, gerade hier für unsere mittelständisch aufgestellte Wirtschaft, die sind und bleiben dann im Wettbewerbsumfeld doch recht gut. Das zweite Thema, und das geht dann mit dem ersten und der konjunkturellen Entwicklung auch einher, das ist das Thema Steuern und Abgaben. Ich weiß, es sind viele Bürgermeister und Kommunalvertreter da, die dann immer die Stirn runzeln, wenn die IHK wieder fordert, wir müssen Steuern und Abgaben in Zeiten von sozusagen sprudelnden Einnahmequellen seitens der öffentlichen Hand angucken. Das sehen wir auch so, das ist keine pauschale Forderung, aber sie richtet sich vor allen Dingen auch daran, dass wir natürlich die Wirtschaft im internationalen Umfeld betrachten müssen. Und dort ist der Steuerwettbewerb entbrannt und da ist der Appell dann auch an die Bundesregierung, hier die richtigen Weichen zu stellen. Da geht es nicht nur um die Steuersätze, da geht es auch um Abschreibungsmöglichkeiten und es geht auch darum, die Innovationstätigkeit gerade im Mittelstand vielleicht auch ein Stück weit dadurch zu befördern, dass man die steuerliche Forschungsförderung jetzt endlich dann auch in den Blick nimmt und auf die Straße bringt. Das Thema Bürokratieabbau bleibt für unsere Unternehmen ganz wichtig. Wir gucken auch da ein Stück weit nach Berlin und müssen sagen, das angekündigte dritte Bürokratieabbaugesetz, das muss dann jetzt auch kommen, im Koalitionsvertrag steht's. Wenn ich mit dem DHK darüber spreche, liegen uns nicht mal Eckpunkte vor. Also das Thema muss von Herrn Altmaier wirklich angegriffen werden. Hier in Schleswig-Holstein muss man sagen, Daniel Günther, Bernd Buchholz haben das zu einem Chefthema gemacht.
Der Mittelstandsbeirat, den Bernd Buchholz, der Wirtschaftsminister, ins Leben gerufen hat, hat sich aktiv damit befasst und wird das auch in der Zukunft tun. Da sind wir sehr froh drum, dass die Landesregierung erkannt hat, dass da, wo Hemmnisse abgebaut werden können, das auch getan werden soll. Das sind gute Signale hier im Land, die wir da hören. Ja, gerne. Und das letzte Thema, und das muss natürlich auch sein bei so einem IHK-Neujahrsempfang, das ist das Thema Infrastruktur. Und ohne Infrastruktur ist alles nichts, sage ich Ihnen. Und dazu zählt, und das wissen wir von unseren Unternehmen aus vielen Befragungen, vor allen Dingen nicht nur Straße, Schiene, Luft- und Wasserwege, für die wir uns einsetzen, dazu zählt auch der weitere Breitbandausbau. Da ist Schleswig-Holstein sozusagen im Vergleich der Bundesländer vorn. Auch da sind wir Seite an Seite mit der Landesregierung unterwegs, haben einen gemeinsamen Pakt geschlossen. Das ist alles richtig. Aber gerade beim Infrastrukturausbau Straße haben wir den einen oder anderen Rückschlag erlebt. Und wenn wir hier gucken, was wir noch vor der Brust haben, die A20, die Fehmarnbeltquerung mit ihrer Hinterlandanbindung, die besonders wichtig ist hier für unsere Hansebelt-Region, dann muss man darüber nachdenken, und auch darüber haben wir mit der Landesregierung schon einen intensiven Dialog, dass die Planungsprozesse und das Planungsverfahren, so wie wir es hier bei uns in Deutschland haben, vielleicht überarbeitet werden muss. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Und dass wir damit wirklich zu einer Beschleunigung der Planung in Deutschland kommen, um Projekte wie auch eine A20 dann ein Stück weit auf die Straße zu bringen. Und Nachbarländer machen uns das ja vor. Schauen wir mal nach Dänemark, schauen wir in die Niederlande. Frau Kühn, wie können wir es denn schaffen, da nicht den Anschluss zu verpassen? Und sollte Minister Buchholz jetzt zuhören bei Ihrer Antwort? Ja, Minister Buchholz ist, glaube ich, da ganz auf unserer Linie. Also, er nickt. Er nickt, ja, klar. Also ich glaube, er wäre auch froh, wenn alles ein bisschen schneller ginge und etwas unbürokratischer wäre. Aber Herr Schöning hat es ja schon gesagt, wir müssen einfach vielleicht nur mal auch in europäische Nachbarländer gucken. In den Niederlanden hat das Gericht 6 Monate Zeit, dann muss es Stellung nehmen. In Dänemark gibt es eine Baufeststellung und dann wird gebaut. Und bei uns, ja, wir gehen immer rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Wir wissen nie genau, wann ein Projekt weitergeht. Wir können einfach nicht zeitlich kalkulieren, selbst bei Ersatzbauwerken. Und auch das ist ja für Unternehmerinnen und Unternehmer wichtig zu wissen, zuverlässig. Ich habe kein Problem, wenn ich irgendwo mal eine Ausweichstrecke nehmen muss. Aber ich muss wissen, wie lange, wie kann ich es kalkulieren und wie kann ich meine Abläufe darauf anpassen. Und ich denke, da müssen auch Naturschutz, der uns natürlich auch sehr wichtig ist, und Umweltschutz, aber auch Ökonomie, Ökologie müssen Hand in Hand gehen. Und da machen uns auch die Dänen wieder einiges vor, was jetzt zum Beispiel die feste Fehmarnbeltquerung angeht. Wir haben ja öfter Dänemark besucht und unsere Freunde, und ich glaube, wir haben auch dänische Kollegen hier heute Abend, genau, sitzen hier mit an den Tischen, und da haben wir auch viel gesehen. Und ich denke mal, Dänemark ist auch kein Land, in dem Naturschutz oder Umweltschutz mit Füßen getreten wird. Aber da lebt man diese Werte schon anders. Man lebt sie gemeinsam, man ist gemeinsam zielorientiert. Man sagt, das ist das Projekt, das wollen wir gemeinsam realisieren. Wie können wir das zusammen machen? Und da wird Umweltschutz nicht instrumentalisiert, sondern man sucht gemeinsam konstruktiv nach Wegen. Und ich glaube, da können wir uns noch eine ganze Menge abgucken, und dann dürften wir auch den Anschluss nicht verpassen. Aber wir müssen eben auch diese Werte für uns neu definieren und miteinander leben und miteinander konstruktiv umsetzen. Herr Schöning hat es eben gerade schon mal kurz angesprochen. Über all dem wabert ja auch noch dieses Wort Fachkräftemangel. Wie sehen da die aktuellen Strategien aus? Ja, Fachkräftemangel ist ein Thema, was, glaube ich, in jedem einzelnen Unternehmen inzwischen angekommen ist. Egal, mit wem man spricht, man hört, ich habe Probleme, Fachkräfte zu finden. Und das sind nicht nur die ganz, ganz top Ausgebildeten, sondern selbst im mittleren Segment ist es inzwischen schwierig geworden, Fachkräfte zu finden. Und da ist natürlich für uns die große Chance duale Ausbildung. Das ist ein System, um das uns wirklich die Welt beneidet. Und ich glaube auch, das relativ sicher gegen Fachkräftemangel wirkt. Und unsere Unternehmen sind da ganz aktiv.
Und die kann man natürlich auch. Und deswegen einmal auch an dieser Stelle der Hinweis, im November haben wir wieder die Landesbestenehrung. Also unsere Bestenehrung in der Region haben wir ja sowieso jedes Jahr. Aber wir sind jetzt wieder 2 Jahre dran mit der Landesbestenehrung. Und wer schon mal auf so einer Landesbestenehrung war und sieht, wie motiviert diese jungen Leute sind, die ja wirklich Außerordentliches geleistet haben. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, auch mehrere Bundesbeste gehabt, die wirklich die Top-Elite der dualen Ausbildung darstellen und dann in Berlin auf ganz, ganz großer Bühne geehrt wird. Wenn man die jungen Leute sieht, diese Strahlen, wie die in ihren Beruf starten wollen, also eine Ausbildung mit so viel Praxisbezug auch, da muss auch mal unser Dank einmal natürlich an die Unternehmerinnen und Unternehmer gehen, die bei Vollbeschäftigung und Fachkräftemangel natürlich Außerordentliches leisten. Also Ihnen allen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, die Sie ausbilden und die Sie auch heute Abend hier sind. Sie leisten wirklich Großartiges. Und da machen wir natürlich weiter und Sie erhalten natürlich auch immer die Unterstützung der IHK. Wir haben noch dabei unsere Partner der dualen Ausbildung, die berufsbildenden Schulen. Aber, und das freut mich auch, dass wir heute einen ganzen Tisch haben und den sehen Sie hier vorne, wenn die Kamera da drauf geht. Prüfer. Prüferinnen und Prüfer, die ehrenamtlich die Prüfungen abnehmen. Herr Schöning muss mir jetzt helfen, über 360 Ausbildungsberufen, die wir als IHK prüfen. Und die immer aktiv dabei sind und die mehrere tausend Prüflinge im Jahr wirklich den Start ins Berufsleben ermöglichen. Auch Ihnen allen ein ganz, ganz großes Dankeschön für Ihr großartiges ehrenamtliches Engagement. Vielleicht darf ich da ganz kurz persönlich werden. Ich bin auch ein Produkt der dualen Ausbildung. Man glaubt es nicht, aus mir hätte was werden können. Fachkraft für Veranstaltungstechnik war gelernt. Also Sie müssen da keine Werbung bei mir machen. Ich fand das damals super, Berufsschule und dann auch mal richtig arbeiten. Ein bisschen Geld hat man auch schon verdient. Also bei mir müssen Sie keine Werbung machen, aber wie wollen Sie Werbung machen für die duale Ausbildung? Ja, wir wollen nicht nur, wir erzeugen Aufmerksamkeit darüber, dass wir wirklich tolle, innovative, hervorragende Ausbildungsbetriebe ehren und das, muss ich sagen, dank an die Medien, auch immer wirklich mit toller Unterstützung durch die Medien in der Region, nur so kann das funktionieren. Aber wir holen natürlich auch vor allen Dingen die jungen Leute ab, ja, wir bringen sie auf Messen, wir coachen sie ein Stück weit. Wir haben hier in Lübeck zum dritten Mal in diesem Jahr unsere Lehrstellen-Rallye durchgeführt, da drehen wir das ganze System mal um und bringen die jungen Leute in die Betriebe, die sich da präsentieren. Da spiegelt sich schon so ein bisschen der Arbeitsmarkt wieder, ne? Also nicht die jungen Leute müssen sich bewerben, sondern die Unternehmen müssen sich sozusagen um die jungen Leute bewerben, auch das machen wir ein Stück weit einfach möglich. Gut ist, und da gilt wieder der Dank in Richtung Landesregierung, auch hier ist die sozusagen Unterstützung gewiss und auch das Handeln und das Tun bei der Bildungsministerin sind da, dass wir die duale Ausbildung weiter fördern, dass wir sie als die wichtigste Säule der beruflichen Qualifizierung in Deutschland gemeinsam erkennen und gemeinsam fördern und auch da nochmal herzlichen Dank dafür. Und weil ich Sie, lieber Herr Günther, Frau Prien, an der Stelle Dr. Buchholz so gelobt habe, will ich Ihnen auch noch was mit in den Rucksack tun, wenn Sie sich denn wieder auch auf den Weg nach Berlin machen. Denn sozusagen unsere Bibel, das Berufsbildungsgesetz, das wird gerade überarbeitet und reformiert. Und mir sind heute, alles andere führt zu weit, da gibt es eine lange Stellungnahme unserer Spitzenorganisation. Ich will Ihnen 2 Dinge mitgeben, die uns wichtig sind bei der Novelle des Berufsbildungsgesetzes. Erstens, dass auch im Gesetz sichergestellt wird, dass unsere berufliche Qualifizierung, der besondere deutsche Weg in der Bekanntheit und in der Namensgebung die Anerkennung findet, die er verdient. Dass wir also tatsächlich nicht mehr die jungen Leute nur an die Hochschulen verlieren, die Hochschulen sehen mir das jetzt bitte an der Stelle nach, sondern dass wir über das Berufsbildungsgesetz und eine clevere Namensgebung auch dafür sorgen, dass Berufe attraktiv sind. Und zweitens, Frau Kühn hat unsere Prüferinnen und Prüfer erwähnt,
Das Ganze funktioniert ja nur im Zusammenspiel mit den Ehrenamtlern. Bei unserer IHK sind das über 1.700 ehrenamtlich engagierte Menschen aus Unternehmen, die ihre Freizeit einsetzen, die ihr Engagement einbringen, und die Unternehmer ermöglichen das. Und wenn wir an die Novelle des Berufsbildungsgesetzes gehen, dann müssen wir Ehrenamt mitdenken. Die Dinge dürfen nicht noch komplizierter werden. Vereinfachung und Beschleunigung ist das Stichwort auch für unsere Prüfungsausschüsse. Und da würde ich mich freuen, wenn Sie uns dort unterstützen. Und dann haben wir... Und dann haben wir noch ein Fachkräftethema im Land, neben sozusagen der Qualifizierung über Ausbildung. Ich schaue mal so in die Reihen. Oh, die meisten von Ihnen trifft das nicht, aber einige doch. Gemeinsam mit unseren Kollegen von der Handwerkskammer führen wir regelmäßig Befragungen darüber durch, wie es um die Nachfolge in unseren Unternehmen in Schleswig-Holstein bestellt ist. Und die Ergebnisse, ich sage das mal ganz offen, sind eher besorgniserregend als besonders erbaulich. Denn das Thema ist nicht in allen Betrieben angekommen. Und noch schlimmer, es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und ins Risiko zu gehen, also Unternehmer zu werden. Das ist einer der Gründe, warum wir unsere Initiative hier im letzten Jahr, Mein Unternehmen Zukunft, auch gestartet haben. Wir machen aber noch was. Und darauf können insbesondere die Unternehmerinnen und Unternehmer unter Ihnen sich freuen, die entweder in Verantwortung gehen wollen oder die Unterstützung dabei suchen, die Verantwortung in andere Hände zu legen. Unser Team Unternehmensnachfolge an der Spitze, Annika Körlin, werden wir noch breiter aufstellen und in der Region, sowohl in Ahrensburg als auch in Norderstedt und auch in Ostholstein, unsere Beratungskompetenzen und Anlaufstellen ausbauen. Nehmen Sie den Kontakt auf, rufen Sie uns an. Alles ist vertraulich, wir machen das möglich. Ich habe mal nachgerechnet, das Jahr hat noch 349 Tage. Was hat sich die IHK für den Rest des Jahres 2019 noch vorgenommen? Ja, das ist jetzt aber ein dickes Bild. Sie sind ja mutig. Wir haben Zeit. Die Zeit nehmen wir uns. Ja. Also mit Blick auf die Uhr, und wir wollen ja gleich noch eine spannende Podiumsdiskussion hier haben, will ich das mal abkürzen. Für uns steht das Mitglied und der Kunde im Mittelpunkt. Wir wollen noch viel mehr als bisher schon bei unseren Angeboten und auch in der Interessenvertretung vom Mitglied und vom Kunden her denken. Manchmal gelingt uns das schon, in vielen anderen Feldern wollen wir noch besser werden. Das betrifft natürlich unsere Projekte im Bereich der Infrastruktur, aber das betrifft vor allen Dingen den Ausbau unserer Beratungsleistungen, nicht nur in Lübeck, in unserer Hauptstelle der IHK, sondern auch vor Ort. Damit verbunden sind auch Beratungs- und Netzwerkleistungen, die wir aufbauen wollen. Ich habe das Stichwort Nachfolge genannt. Wir haben ein unglaublich tolles Kompetenzteam im Bereich Außenwirtschaft. Und ich kann Ihnen nur sagen, gibt es offene Fragen bei Ihnen zum Thema Brexit, dann gibt es eine Taskforce im Land. Die ist durch den Mittelstandsbeirat initiiert, den ich vorhin schon erwähnt habe. Und dann scheuen Sie sich mal überhaupt nicht. Alle Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft wissen, dass Sie in Ihren IHKs den ersten Ansprechpartner für dieses Thema haben. Rufen Sie uns an, das meine ich ganz ernst, wenn Fragen auftauchen. Und die Teams in allen drei IHKs sind wirklich kompetent besetzt und helfen Ihnen so gut als möglich weiter. Eine Glaskugel haben die am Ende aber doch nicht. Und dann ist mir ein Thema besonders wichtig. Das ist ja auch Thema des Abends. Jetzt kriege ich dieses Kärtchen hier nur schwer runter. Und das ist das Thema Beratungsleistung, Netzwerkangebote im Bereich der Digitalisierung. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, auch in dem Bereich noch viel stärker zu werden, neue Angebote zu machen, Sie mit Ihren Erfahrungen, mit anderen Unternehmern, mit den Hochschulen zu vernetzen. Was wir da schon in petto haben, gehen Sie mal auf den QR-Code, auf der Karte, die wir Ihnen auf die Tische gelegt haben, die ein ganz modernes Handy haben, brauchen Sie nur drüber halten, da ist also auch so ein Chip drin. Und Sie kommen auf eine Seite, wo wir permanent aktualisiert Angebote machen im Bereich Information, im Bereich Beratung, im Bereich Netzwerke. Das ist uns wichtig. Wir wollen bei diesen Themen an Ihrer Seite stehen. Und last not least, deswegen sind wir auch einer der Mitbegründer des Energieclusters Digitales Lübeck. Ein Netzwerkverein, der sich am letzten Freitag hier in Lübeck gegründet hat. Kaufmannschaft war dabei, IHK war dabei, die Stadt war dabei. Und wir haben uns
auf sozusagen die Fahne geschrieben und das Ziel gesetzt. Die Initiative des Bürgermeisters Jan Lindenau, auch ihm nochmal ein herzliches Willkommen, hier wirklich in einem breiten Schulterschluss in der Stadt aufzugreifen und diese Stadt zur Modellregion im Norden zu machen für die digitale Stadt von morgen. Und das in einem ganz breiten Verbund von Partnern. Und jetzt ist mir das wirklich eine außerordentliche Freude. Eigentlich müsste der Bürgermeister das hier selbst verkünden. Tatsächlich hat man sich in diesem gegründeten Cluster auch gleich auf den Weg gemacht, hat sich beim Bundeswettbewerb Stadtland Digital beworben mit dem Ansatz hier in Lübeck. Und man hat 218 Mitbewerber um diesen Preis gehabt. Und heute Nachmittag war der Kollege von Jürgen Schäffner in Berlin, hat das Konzept dort präsentiert für Lübeck. Und jetzt raten Sie mal, wie es ausgegangen ist. Ja, der Applaus ist berechtigt. Lübeck hat diesen Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Damit wird nicht nur Lübeck, sondern Lübeck als Leuchtturm in unserer Hansebelt-Region Zugang haben zu innovativen Projekten, zu Fördermitteln. Aber das ist gar nicht der Hauptgrund. Ich glaube, das, was wir in so kurzer Zeit, auch durch die Initialzündung, die der Bürgermeister da ausgelöst hat, geschafft haben, ist, dass wir hier Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Hochschulen in dieser Stadt zusammengerückt sind und geguckt haben, was können wir denn machen, um die Chancen von morgen zu ergreifen. Und deswegen nochmal ein tolles Ergebnis für Lübeck. Erster Platz bundesweit, das haben wir hier auch nicht alle Tage. Und ich weiß, wir hatten vorhin eine Videobotschaft bekommen, direkt aus Berlin. Die Verantwortlichen, die Gewinner, die drücken jetzt richtig aufs Gaspedal. Die werden jetzt irgendwo auf der A24 hängen, weil die wollen, also zum zweiten Gang Lapskaus wollen die da sein, haben die uns gesagt. Also da können wir nachher noch ganz persönlich dann auch gratulieren. Jetzt hat der Schöning ein bisschen aufs Tempo gedrückt, machen wir auch direkt weiter. Aber Frau Kühn, eine Sache weiß ich, die liegt Ihnen persönlich für das Jahr 2019 noch am Herzen. Und das müssen wir uns jetzt noch kurz vorstellen. Ja, ich springe ein bisschen und zwar, wir haben ja noch, Herr Schöning hat das angesprochen, mein Unternehmen Zukunft, unsere Initiative, mit der wir auch das Unternehmertum stärken wollen, gerade auch im Hinblick auf die Nachfolgeregelung. Zu diesem Thema haben wir 4 neue Motive. Sie kennen die ja, diese Gestern-Heute-Motive, die sehen Sie auch im Foyer. Und meine Bitte, wir möchten das einfach noch breiter publik machen. Und es gibt dazu jede Menge Materialien und es sitzen heute hier 1400 Menschen, die vielleicht irgendwo einen Bauzaun, eine freie Fläche haben, wo wir diese Initiative auch plakatieren können. Kommen Sie gerne auf uns zu, wir würden uns freuen über jede Unterstützung, um damit auch ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir haben dafür viel Lob bekommen, weil da Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich, ja, muss man schon sagen, mit den Kinderfotos wirklich sehr persönliche Fotos gepostet haben und dazu eben, was sie geworden sind, wie sie es geworden sind. Also auch sehr spannende Vita dahinter und haben das alle sehr, sehr offen gemacht, sind sehr offen damit umgegangen. Ich glaube, es lohnt sich, da mal ins Netz zu gucken. Und das zweite Thema, was mir natürlich sehr am Herzen liegt und wo ich heute Abend schon darauf angesprochen wurde, ja, es ist ein ungerades Jahr 2019. Und die Damen wissen jetzt wahrscheinlich schon, was kommt. Unser zweiter Kongress für Frauen in Führung im Norden. Alle 2 Jahre, 2017 war der erste, 2019 wird der zweite Kongress sein, und zwar am 17. und 18. Mai, wieder hier in der MUG, mit ganz vielen Barcamps, mit Referentinnen und Referenten. Und auch die Herren sind herzlich eingeladen, alle, die Frauen in Führung bringen wollen, sie unterstützen wollen und vielleicht noch den einen oder anderen Tipp mitnehmen möchten, wie das am besten gelingt. Und darauf freue ich mich sehr. Und parallel dazu gibt es auch wieder den Unternehmerinnenpreis. Da können sich allerdings nur die Damen bewerben, wie der Name schon sagt. Aber die IB-Bank hat ihn wieder ausgelobt. Es wird also wieder diesen gut dotierten Unternehmerinnenpreis geben und erstmals ganz neu auch einen Preis für eine Newcomerin, die maximal vor 3 Jahren gegründet hat oder ein Unternehmen übernommen hat. Ganz neuer Preis, der diesmal ausgelobt wird. Die Frist läuft bis zum 8. März. Und von daher, meine Damen, morgen wirklich
niederschwellige Bewerbungsmöglichkeit. Gehen Sie ins Netz und reichen Sie möglichst schnell Ihre Projekte ein. Wir würden uns freuen und freuen uns natürlich auch über ganz viele Gäste zum Unternehmerinnentag. Und ansonsten, glaube ich, Herr Schöning, haben wir noch so viel auf der Agenda, dass ich manchmal denke, wie viele Tage, sagten Sie, haben Sie wir nur noch? 349. Ich muss sehen, wir haben ein großes Team, also irgendwie werden wir auch das noch schaffen, was wir uns alles vorgenommen haben. Es ist wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum und wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Wir versuchen wirklich für alle Unternehmerinnen und Unternehmer Angebote zu machen, dass Sie von Ihrer Kammer profitieren und würden uns auch freuen, wenn Sie das in Anspruch nehmen. Vielen Dank für all das natürlich. Viel, viel Erfolg. Unsere Gastgeber heute Abend, Frau Kühn und Herr Schöning.